Die Kabbala ist eine jüdische Geheimlehre, die auch die christliche philosophische Spekulation beeinflusste. So zum Beispiel die Alchemisten und Rosenkreuzer. Kabbala ist das hebräische Wort für Überlieferung. Die Kabbala entstand zwischen dem 12. und 13. Jahrhundert und geht auf die Lehre Moses und der Ägypter zurück. In den beiden Hauptbüchern Yetzirah, das heißt Schöpfung, und Zohar, zu Deutsch Glanz, wird eine komplizierte und sehr spekulative Emanationslehre, mit anderen Worten eine Theorie über das Hervorgehen verschiedener Seinsebenen aus dem Göttlichen ein, beschrieben. Die Kabbalisten griffen vor allem neuplatonische, aber auch persische, christlich-jüdische und mohammedanische Elemente auf. Unser Modell zeigt den Lebensbaum der Kabbala, der das Universum in der schematischen Form eines Baumes darstellt. In dem Lebensbaum sind die 10 Sephirot als Äste untereinander angeordnet. Sephirot ist der Plural von Sephira, dem hebräischen Wort für Ziffer. Und wir können es in Bezug auf das Modell des Lebensbaumes als göttliche Prinzipien verstehen. Die Wurzel des Lebensbaumes wird vom grenzenlosen En-Suf gebildet, der Urgestalt des verborgenen Gottes, die in alle Äste austreibt und diese belebt. Das göttliche Licht ergießt sich über die 10 Sephirot in die Welt hinein. Sie dienen als Verbindung, um die Kluft zwischen dem transzendenten Gott und der sichtbaren Welt spekulativ zu überbrücken. Den Sephirot sind jeweils die Hierarchien der Engel, der Himmelssphären, der Körperorgane, des Menschen und der hebräischen Gottesnamen zugeordnet. Die obere Triade aus Keter, der Krone und Choma, der Weisheit, und Bina, der Einsicht, ist dem Geist zugeordnet. Die mittlere Triade wird aus Chesed, der Gnade, Gvura, der Stärke, und Tiferet, der Schönheit, gebildet und korrespondiert mit der Seele. Die untere Triade wird von Nisa, dem Sieg, Hot, der Herrlichkeit, und Jesirot, dem Fundament, gestellt und entspricht der körperlichen Welt. Die 10. Sephira namens Malrut bzw. Königreich ist die Zusammenfassung der anderen Sephirot. Zwischen den Lichtkörpern, die in unserem Modell durch Glaskugeln dargestellt sind, liegen die 22 Verbindungskanäle, durch die das Licht fließt und die den 22 Buchstaben des hebräischen Alphabets zugeordnet sind. Da jeder der Buchstaben einen Zahlenwert hat, ergibt sich eine Fülle von spekulativen Verbindungs- und Rechenmöglichkeiten, die man zu verschiedenen Zwecken anwendet. Zum Beispiel wird versucht, so den verborgenen Sinn von Bibeltexten zu ergründen oder aus einem Geburtsdatum durch Quersummenbildung biografische Rückschlüsse zu ziehen. Dies geschieht oftmals mit einem Bezug auf die Astrologie. Die hinter dem Baum angebrachte Tafel zeigt sowohl Zuordnung zu hebräischen Gottesnamen, die in den Kreisen geschrieben stehen, wie auch zu den Engelschören, den Himmels- bzw. Planetensphären und den menschlichen Körperorganen. Die Einzelheiten differieren hierbei nicht nur zwischen den verschiedenen Autoren, sondern auch innerhalb derselben Autorenschaft. Unser Modell geht von den Tabellen Athanasius Kirchers aus.